Ancestors. Yeah, say it in German. For you jumped from here? Oha! Mentor, how did you like the Tuluminati party here in the cenote? I love it, I'm in love with Tulum. Das ist eine offizielle Auswanderin, die gesagt hat, keine Lust mehr auf Berlin. Nee, Bock, ich muss noch mal rein. Ja, geh, spring mal. Ach, wie geil ist das denn? Okay, das ist natürlich gut. Tau, sag doch mal, wie findest du denn die Live-Musik? Ich fand ja doll. Das glaube ich dir nicht. Du filmst mich jetzt nicht. Nee, ich film noch nicht. Und dann hast du mich da gesehen. Und dann bist du mir gefolgt. Und da hast du angefangen mit Manifestieren. Ganz genau. Und deswegen Cancun. Und jetzt seid ihr hier. Ein Shuttle-Service vom Flughafen Cancun. Die Unterkunft hier im Playa habt ihr eine Woche und eine Woche in Tulum. Typisch mexikanisch, das ist Alarm. Also, die Rechnung. Again. Vorfahren. Say it. Vorfahren. Ancestors. Yeah, say it in German. Vorfahren. I love my Vorfahren. It's very hard, no? What, to talk in German? Yeah. For you? It's a crazy language. Yes. Yeah, I love it. I love the way it sounds, but I mean, it sounds like nothing. I'm like, how does that mean words? What does English sound to you? Like say, but have you spoken English all your life? No. No? When did you start learning? Oh my god, years ago. In Germany you have it on school, you know? And so before you knew how to talk English, what did English sound like to you when you would hear it? Oh, I don't know how to explain this. Yeah, because whenever I hear other languages, like say like German, mm-hmm. It sounds like I'm like, I can't believe that means words, because it sounds like noise to me. Yeah. It's amazing. It's language is an amazing thing to me. True. And Vorfahren. 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 Yeah, it's interesting. I love it. Yeah. I love it. So guys, we're preparing our van talk now. We're gonna start in a bit. Sending so much peace and love to all the families in Germany. Yes. Here we're gonna start our talk. So yeah, I'm ready. Born ready. Right? Born ready? Born ready. All in English, yeah. It is now. And the other way, it was a lot lower. So, Freunde, ganz kurz. We are in Tulum right now. We just changed the location. Das ist schon sehr witzig, Freunde. Wir wollten ja vorhin den Van Talk machen in Cancun, aber dann war ein bisschen stressig gewesen. Wir wollten ja eh nach Tulum kommen heute und jetzt machen wir das hier in Tulum im Dschungel. Und ich bin froh, wenn wir das fertig haben, weil dann gehen wir auf die Party. Tao, thanks for your help. Mente decided to do the Van Talk in the jungle because he feels more himself here. So, yeah, it's perfect. We're gonna start now with a part 2. Okay, whatever, we just Enjoy the water. Ah, wow, Leute. It's nice. There's many people. Yeah, a lot. You can jump up. More than the other time. You jumped from here? Halt Leute runter, das ist halt mega witzig, weil die alle Schiss haben und dann applaudieren die sogar teilweise. Das ist so hoch, Alter. Oh shit, I can barely watch this. Wow. Mente, how did you like the Tuluminati party here in the cenote? Beautiful. Yeah, you liked it? Yeah, I had a good ass time. Cool. Where you have to go now?
Now I'm about to go host an event at House of Vibes in Playa del Carmen, Mexico. Wow. For my boy Ivan P. He's from Tulum, Mexico native. Oh wow. And yeah, he's dropping a song tonight, so we're gonna go turn it up. I'm gonna be hosting the event. It's gonna be a beautiful time. Yeah, I think it's gonna be amazing. You're gonna have a good time. Yeah, enjoy. I will stay here just a bit more and then I'm going, I don't know, home. Ja, ich glaube, ich mache heute nicht mehr viel aus, sondern hier ein bisschen chillen, weil Eva ist noch da. Aber ja, es ist richtig nice. Ich liebe diese Tuluminati-Partys einfach und ich habe so viele Leute heute getroffen. Richtig krass schon wieder. So ein Dorf hier alles, Freunde. Jetzt habe ich noch einen Kollegen getroffen aus Tulum hier und ich treffe die ganze Zeit hier Leute. Das ist total witzig. Hätte ich nicht gedacht, dass jetzt wirklich am Ende so viele sind. Und how is your life, Tammy? How is your life in Tulum? I love it. I'm in love with Tulum. Before you were living in Cancun, no? Yeah, I was working in a hostel. Now Hotel Boutiques. Tulum, te amo. Te amo, Tulum. Cool. Nice. I'm glad to be here. She's my partner, Melissa. Hola. ¿Cómo estás? We were in the same place. Bardo, Bardo. Bardo, te amo. Yeah, it's lustig here, Freunde. Was soll ich sagen? Hier finde ich Eva nicht. Eva und Tao sind verschollen. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind heute. Es wird hier auch auf jeden Fall immer voller. Guck mal, da hinten sind Leute in der Hängematte im Wasser. Oh, nice. Das ist echt schön. Tao, wie ist die Party hier? Sag mal. Es ist nicht ganz meine Musik. Es sind sehr viele Leute. Viel elektronische Musik. German Gas. Ja, German. Man fährt so ein bisschen entspannter. Ist viel los hier, ne? Ja, ja, viel. Eva ist übrigens auch hier. Eva wird bald wieder Mexiko verlassen in 2 Wochen. Schade eigentlich. Aber ich glaube irgendwie fest daran, dass Eva irgendwann nochmal wiederkommt. Ansonsten geht sie nach Valencia. Ja, auch eine Auswanderin. Offiziell jetzt. Das ist eine offizielle Auswanderin, die gesagt hat, keine Lust mehr auf Berlin. Finde ich voll cool. Prost, ne? Ja, und jetzt, Tao? Was machen wir jetzt? Nee, entspannen. Kennst du, ich wollte eigentlich nur schwimmen, auf einmal, ich merke es, es sind voll viele Leute hier. Es ist, ja, aber es geht jetzt, es sind nicht mehr so viele im Wasser. Mir wäre jetzt auch fast zu kalt, ne? Nee, Bock, ich muss noch mal rein. Ja, geh, spring mal. Aber Tao, bist du heute schon runtergesprungen von da oben? Heute nicht, aber ich hatte noch gar keinen Bock. Okay, weil letztes Mal ist er gesprungen, hat er sich getraut. Ganz schön hoch. Ja. Das ist Tao, Leute. Ist echt schön hier. Ich wundere mich nur gerade, was ist los mit der Musik. Ich bin übrigens mega nüchtern. Ich habe auch nichts getrunken. Ich muss sagen, es ist nice, dass hier der Eintritt so, also dass kein Eintritt ist. Aber ich muss auch sagen, es ist recht teuer. Ich habe für ein Wasser 160 Pesos bezahlt. Das sind umgerechnet 7 Euro ungefähr. Ist schon viel, ne? Für ein Wasser. Deswegen habe ich gesagt, ich trinke lieber Wasser, anstatt zu essen. Nein, aber alles cool. Ja, war es nice. Ich finde es schön. Vor allem, ich habe, wie gesagt, jetzt auch einige Leute getroffen, die man kennt. Es macht immer Spaß, mal nach Tulum zu fahren. Man kommt mal raus. Jetzt wird auch hier ein bisschen gedanced schon. Hey, hola, ¿cómo estás? Ja. Ja, das fällt mir jedes Mal auf. Wow, scheiße, okay. Das ist einfach so, dass du chasst oder dass du irgendwie Ja gehst und dann passiert einfach. Ja. Ich weiß, das ist total crazy. So, Leute, wir hier auf jeden Fall noch in der Location. Wir werden aber jetzt nach Hause gehen. Tao ist zufrieden mit dem Abend, hat er gesagt, ne? Was ab, Leute? Bin ich in deinem Video? Ab nach Hause. Die Mucke ist krass, hör mal. Die singen über Consciousness. Ja. Na, die Mucke, die Musik. Close your eyes. Ja. Zeigt uns jetzt, was abgeht hier, ne? Wir sind extrem introvertierte Menschen, Romantiker. Wow. Das ist nice. Das ist hier unten kann man auch schwimmen. Guck mal. Hier ist ja, warum nicht? Oh, be careful. Ja. Tacos, du hast es angezogen. Dass er dich fast anrennt, Alter. Ja, Tacos hat mich angerannt.
Da sind die Toiletten, die sind fancy. Warst du schon mal auf dem Klo hier? Mega fancy, die Klos. Das sind Hängematten, ich sag euch. Ich hab da meinen Sport heute. Ja, ist schön hier. Guck mal, hier machen die Essen. Oder auch nicht. Ich finde es richtig schön hier. Das ist auch mein Favorite Spot. Also erst nice, da habe ich heute einen Nap gemacht. Genau hier habe ich einen Nap gemacht. Das war fantastisch. Echt? Okay. Ich habe noch ein bisschen Licht in der Straße. Aber nach oben, das ist ein guck mal, hier ist ein nicer Van, Alter. Was ist das denn? Das ist ein Wohnmobil. Das fällt auf jeden Fall. Können wir nicht richtig mithalten, ne? Mit unserer Kokotine. Sieht schon geil aus hier, ey. Nice, ne? Ja. Wow, guck mal hier, fancy. Ich sag doch und dann. Ist ja crazy hier. Ist alles voll, aber sonst. Hier kann man einfach chillen. Ja, und das ist das Ding, man kann überall rein. Ach, wie geil ist das denn? Deswegen war ich auch da. Ah ja? Ach. Ja. Oh, shit, ja. Voll. Ich hab immer einen Blick da unten. Ach so, cool. Das ist eine nice Location, Mann. Okay, cool. Die Hände? Wollen wir zu den Händen? Nee, ich war hier noch nicht. Schau mal mit zu den Händen da hinten. Warst du echt noch nicht? Nee. Ich war immer nur irgendwie da unten. War nice hier. Ist auch ein geiler Sound hier oben. Meiner Meinung nach sogar besser. Ach du Scheiße, ja, Mann. Ach, hier ist ja eine Box. Hier ist eine Box hier oben. Ah, okay, cool. Hier kann man tanzen. Wow. Okay, das ist natürlich cool hier. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Taue, sag doch mal, wie findest du denn die Live-Musik? Ich fand ja doll. Ja, das glaube ich dir nicht. Dass den Abend immer richtig ausklingen. Das Konzert von zu Hause ist einfach genießen. Du bist aber nicht so direkt da, das tönt und laut, sondern einfach nichts. Man fühlt sich nicht so traurig, hast gesagt, nicht so einsam und alleine, ne? Nicht so tot, sondern ein bisschen lebendig, ne? Ja, so ein bisschen so einfach ein paar schöne Songs. Wenn man lange nicht mehr gehört hat, hörst du dann nochmal Leute daneben singen. Ist doch schön, Leute singen zu hören. Ich find's cool, dass du das so feierst. Leon, der hat sich so krass beschwert hier. Ach Gott, ist doch schön, wenn Leute mich im Schlaf singen. Warum fokussiert meine Kamera nicht? Weiß ich nicht. Ah, warte mal. Jetzt fokussiert meine Kamera. Wir wollte ich schon mal festhalten, dass Tao so ein tiefen, entspannter Mensch ist, dass er sich sogar über die Live-Musik extrem freut. Das ist ja nice, Leute, Digga. Das ist wieder Ansichtssache, weißt du? Manche Leute, die sehen so, manche so. Ich versuch's mal positiver zu sehen. Du siehst alles positiv. Nee, ich wünschte. Ich finde ja. Ich habe noch nicht eine negative Sache gehört von dir. True. Ja. Ich muss auch sagen, ich bin da gut dabei, auf jeden Fall gute Dinge. Ja, voll gut. Wie wollte ich nur sagen, Freunde, das ist Tao, mein entspanntester Gast ever. Und ich bin jetzt fix und fertig von Tulum. Das war aber auf jeden Fall nice, dass wir da waren. Aber ich bin echt müde. Und ich werde mich jetzt einfach nur hinlegen. Wir waren ja gerade noch im Parque Las Palapas. Ich habe mir noch zwei Quesadillas tatsächlich reingeknallt, ohne Käse. Ja. Quesadilla ohne Käse. Der Van-Talk war übrigens richtig gut mit Mente. Ich bin gespannt, wie ich den zusammenschneide. Weil wir haben ja erst in Cancun angefangen und dann Tulum weitergemacht. Und ich glaube, viermal haben wir begonnen. Und oh, hört bloß auf. Krass werden, aber es ist ein nicer Talk, definitiv. Also sehr krass, inspirierend, der Mente. Lass so machen, dann fühle ich mich wohler.
Was machst du jetzt hier? Du filmst mich jetzt nicht, ne? Nee. Nee? Nee, ich film noch nicht. Ich mach gleich. Zoom auch noch, so dass man jeden Pickel sieht. Ich sitze hier gerade in Serena Morena, ganz entspannt, habe gerade meine Lieblings-Pancakes mir gegönnt, weil heute ist ja Samstag. Ich dachte mir, am Wochenende kann man sich mal gönnen. Ich überlege tatsächlich, ob ich Montag nochmal anfange zu fasten. Ne? Aber ich weiß selbst noch nicht so ganz genau, weil Ayahuasca hat mich ein bisschen rausgebracht. Aber egal, ich habe mir gerade Pancakes gegönnt. Ich habe ja vor ein paar Tagen Eileen? Alena. Achso, scheiße. Cut. Cut. Sorry. Alena? Alena. Scheiße, okay, ich hab's nicht so mit diesen Eileen und Alena. Ich habe Alena. Woher kommt denn der Name nochmal? Aus dem türkischen Arabischen. Aus dem türkischen Arabischen. Ich habe vor kurzem Alena vom Flughafen abgeholt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern. Die sind jetzt nach Mexiko gekommen. Und Alena und ich, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen von Instagram. Seit ein paar Monaten sogar, ne? Wir haben auch mal über WhatsApp geschrieben, ne? Aber das habe ich dann immer irgendwie verpeilt mit WhatsApp. Du hast mich dann irgendwie immer mehr über Instagram erreicht, glaube ich, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall, Alena und ich sitzen jetzt hier im Serena Morena. Und was ich ganz kurz mal festhalten wollte, das fand ich sehr spannend. Alena hat mir die Geschichte erzählt, wie sie überhaupt auf mich zugekommen ist, weil du kanntest mich ja von Instagram. Du hast irgendwie ein YouTube-Video gesehen, den Talk mit Leon und mir oder so, genau. Hast du gesagt? Ja. Ich habe von dir und Leon halt den Talk gesehen. Den ersten Talk, den wir hatten. Den allerersten, ne? Da, wo du so groß rauskamst mit der Manifestation. Manifestation, ja. Genau. Und dann, was ist passiert? Ja, und genau dieses Video hat bei mir diesen Klick im Kopf gemacht. Also diese gesetzte Anziehung hatte ich schon echt lange, aber ich hatte nie diesen Klick, wo mein Herz dabei war. Aha. Und durch dieses Video hast du mir quasi das Erwachen gegeben. Also ab dem Zeitpunkt habe ich dann angefangen, mich damit richtig zu beschäftigen, mit Meditieren und ja, mich auf das Richtige zu fokussieren, das Negative auszublenden. Mhm. Und mir ein Ziel gesetzt, Fokus gesetzt, Cancun als Ziel gesetzt. Wolltest du einen Urlaub, hast du dir gedacht damals? Ich wollte keinen Urlaub, ich wollte schon etwas Dauerhaftes. Wo du das Video gesehen hast? Davor auch schon? Oder wann kam Cancun ins Spiel? Cancun, also das raus aus Deutschland war schon länger. Hola, ¿cómo estás? Hallo. Hola, ¿cómo estás? Sorry, warte mal, wegen dem Video bist du auf Cancun gekommen oder nee, weswegen? Also aus Deutschland raus, das war schon ein Thema. Ja. Schon seit jetzt bei den letzten Jahren halt. Und halt Mexiko dann durch Leon und dich. Ja? Ja, ja. Kanntest du Leon vorher oder wie? Leon kannte ich vorher von meinem Mann, ja. Ach so, dein Mann? Ah. Der folgt Leon. Ja. Ah, und dadurch bist du auf das Video gekommen? Ja, ja. Achso, und dann hast du mich da gesehen und dann bist du mir gefolgt. Ja. Und dann hast du angefangen mit Manifestieren. Ganz genau. Und deswegen Cancun und jetzt seid ihr hier. Jetzt sind wir hier. Krass. Die nächsten hoffentlich 6 Monate und dann. Und dann? Ja, und dann komplett auswandern. Wohin? Ja, wir hin. Ja? Ja. Gefällt dir gut bis jetzt übrigens? Ja. Hast du noch gar nicht so erzählt, haben wir noch gar nicht mal gesagt. Ja? Ja, ja. Was gefällt dir besonders gut hier? Die Vibes, die positive Vibes. Ja. Vom Meer und Strand braucht man gar nicht reden, das ja. Ist ein Paradies. Ja. Aber es ist die Energie, die hier ist. Ne? Ja, ist anders, ne? Ja, also gerade für einen Deutschen, der aus Deutschland hier hinkommt, das ist, als würdest du in eine andere Welt gehen. Wow. Wirklich. Da ist nichts mit miese Gesichter. Ja. Sehr freundlich, die Menschen. Freundlich, ne? Ja. Also echt krass. Alle höflich. Wir grüßen einen, wo man fremd ist. Mhm. Also hier hast du echt die Probleme nicht. Schön, das freut mich voll, Mann. Richtig cool, Leute. Seht da mal wieder eine Deutsche, die gesagt hat, willst du mal kurz sagen, warum eigentlich nicht mehr Deutschland? Lass mal das Thema lieber. Ja, sagst du, willst du nicht sagen, warum nicht mehr Deutschland? Ja, warum nicht Deutschland? Sagen wir mal den größten Grund. Den größten Grund ja. Warum nicht mehr in Deutschland? Dass ich jetzt freier Mensch bin und mir nicht sagen lassen werde, wie ich zu leben habe. Okay, das heißt, die Freiheit ist sehr wichtig. Richtig. Deswegen, und okay. Vor allem die Freiheit meiner Kinder. Ja, okay, verstehe. Du hast ja noch zwei Kinder, zwei kleine Kinder, ne? Ja. Und deswegen, das ist natürlich auch nochmal eine Challenge für dich, das Auswandern. Ist ja, nochmal eine andere Sache. Deswegen, du hast mich ja auch gefragt, wie man es macht mit Kindern. Ich kann dir die Frage so auch nicht richtig beantworten, weil ich habe selber keine Kinder. Ja, weißt du? Deswegen habe ich auch gesagt, es ist vielleicht auch nochmal wichtig für alle Leute, jeder, der vielleicht Kinder hat und hierher kommen möchte. Ich kann nur empfehlen, guck mal in diesen Facebook-Gruppen. Ich weiß safe, oder in diesen Auswandergruppen, ich weiß safe, dass da ganz viele Leute sind, die auch mit Kindern
safe, auch mit Kindern auswandern. Und da kann man sich vielleicht zusammentun und Ratschläge holen. Ja. Weil wenn ich jetzt als, also wie gesagt, es ist schwierig, mich jetzt zu fragen. Ne? Ich habe ja die Erfahrung jetzt nicht. Ich habe natürlich auch ein paar Sachen mitbekommen. Ich weiß so, dass manche Leute hier auch Nannies haben, die helfen im Haushalt für auch nicht, also für günstiges Geld, sage ich mal. Für günstig, glaube ich, helfen die. Und für kleines Geld, würde ich eigentlich sagen. Und ansonsten gibt es auch so eine Tagesstätte oder die Spielplätze, wo die sich kümmern und so. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Aber ich würde trotzdem empfehlen, sowieso, auch gucken, dass man vielleicht online irgendwas machen kann. Weißt du, wo Geld reinkommt, da hat man da auch nicht so das größte Problem erstmal. Aber gut, du wirst noch einen Weg finden, ich bin mir sicher. Wir haben darüber gesprochen vorhin, Gesetz der Anziehung. Mit deiner Frequenz und deiner Energie ziehst du Lebensumstände an. Das ist ja einfach so und das weißt du ja auch. Nur trotzdem hast du viele Jahre nicht danach gelebt. Deswegen ist es für dich noch schwierig und du verfällst wieder in die alten Gedankenmuster, in die Ängste. Und du, wenn du jetzt zum Beispiel die Angst hast vor etwas und die also jetzt hast, dann gestaltest du deine Zukunft. Ja, stimmt. Es macht halt keinen Sinn, weißt du, ich kann es dir nur sagen. Und natürlich einfacher gesagt als getan, aber das ist jetzt deine Aufgabe, dass du das übst. Man muss die Kurve kriegen. Ja, du musst aufhören, diese ganzen alten Glaubenssätze musst du loswerden. Deswegen, ich habe ja auch mit Alena darüber geredet, Ayahuasca und so. Ist jetzt nicht so, dass ich jeden Menschen Ayahuasca irgendwie andrehen will, aber ich glaube, dass es manchen Leuten helfen kann, dieses alte Pakete, die man so mit sich rumschleppt und dieses ganze Zeug, dass man das loslassen kann. Ich fühle mich nämlich so. Ich fühle mich, dass ich auch viel losgelassen habe. Jetzt spreche ich über Gesetz der Anziehung, so wie immer, sowieso. Das mache ich ja sowieso schon länger, seit Jahren schon, Manifestation. Aber ich muss sagen, jetzt ist es so für mich, es gibt gar keinen Zweifel irgendwie. Nicht mal einen Millisekundenzweifel, den ich vielleicht früher auch mal hatte, weißt du? Gibt es nicht. Es ist klar wie Kloßbrühe. Ich bin dabei, ich mach das mit. Ja. Dankeschön Alena auf jeden Fall für ihren Bericht. Finde ich sehr cool, sehr spannend. Auch schön, dass man weiß, dass man Menschen inspirieren kann und irgendwie helfen kann. Das ist ja wichtig für mich. Das ist ja auch das, warum ich hier bin, warum ich hier auf YouTube bin. Ja. Bin mal gespannt, ob ihr hier bleibt oder zurückgeht. In einem halben Jahr wissen wir es. Na, zurück müssen wir auf jeden Fall an der Tür. Ja, aber ob ihr dann bleibt oder, weißt du? Ja. Kannst du dir vorstellen, dass ihr es irgendwie hinkriegt? Klar. Ja? Wenn man will, dann muss man das schaffen. Okay, gut, das war schon mal die richtige Einstellung. Hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, bist du in einem halben Jahr in Cancun in Mexiko? Ja. Dann hätte ich gesagt, spinnst du niemals. Ja, und jetzt denkst du anders. Ja. Okay, cool. Sehr gut. Okay, ich bin gespannt, ne? Wir überprüfen das Ganze in ein paar Monaten. Ja. So, Leute, guckt euch das Wetter mal an heute. Es ist einfach übertrieben stürmisch und kühl und mein Kleid fliegt mir hier hoch, ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Shuttle-Service vom Flughafen Cancun nach Playa del Carmen und crazy. Ja, bin jetzt 2 Stunden unterwegs, aber ist ja auch Geld. Das war jetzt mein Job gerade, Shuttle-Service zu machen. Ja, ich habe alles, okay, cool. So, Freunde. Ich werde mich jetzt gleich aufmachen zu meinem Transfer. Und die Jungs haben mir geschrieben, dass es irgendwie Flugzeugstau gibt am Flughafen und die sich ein bisschen verspäten. Das heißt, wenn ich jetzt losfahre, 17 Uhr, fast 18 Uhr, denke ich mal, sind die drauf, wenn ich da bin. Übrigens Benzin, Leute. Scheiße, ich glaube, ich muss schon wieder tanken, Alter. Obwohl, vielleicht schaffe ich es noch nach Playa zurück. Nee, ich glaube, ich schaffe ihn nicht, wahr? Ist auch teuer geworden hier in Mexiko, habe ich das Gefühl, ein bisschen. Oh, naja. Ja, ist gut. Was geht ab, Jungs? Hi, was geht's? Wie geht's euch? Super, wir sind gerade angekommen, vor kurzem. Ja? Tina hat uns abgeholt, also was gibt's Besseres? Was macht ihr hier? Woher kommt ihr? Aus Deutschland, Stuttgarter Region. Stuttgarter Region? Genau, und ja, Urlaub machen halt. Urlaub ein bisschen in Mexiko, 2 Wochen, ne? Genau. Ganz kurz, ich fand das ganz interessant. Also du hast mir gerade gesagt, die Unterkunft hier in Playa habt ihr 1 Woche und 1 Woche in Tulum. Genau. Und für die Unterkunft habt ihr pro Woche 700, 800 Euro bezahlt. 700, 800 Euro mal gezahlt, genau, ja. Ja, also 100 Euro am Tag ungefähr für die Unterkunft. Yes, und jeden, ja, aber durch 3 Leute halt. Das ist richtig geil. Und jeder hat sein Zimmer?
Nee, wir haben zwei Zimmer, ein Bett und ein Schlafsofa. Also okay, cool. Optimal. Nice, finde ich ganz cool. Gut zu wissen. Und der Flug war wie viel? 500 Euro hin und zurück. Aber dafür, ist aber günstig. Ja, dafür sind wir 28 Stunden hingeflogen und zurück 20 Stunden. Aber ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. War, ja, ihr seid, ja, ich merke schon, ihr seid topfit. Wir gehen auf Party machen. Echt jetzt? Nein, wir trinken ein bisschen entspannt, gehen noch was essen. Okay, cool. Heute ein spannender Tag, können wir morgen auf uns tun. Aber viel los hier, ne? Obwohl es regnet, ich bin völlig geflasht, was hier los ist. Ich bin gespannt. Mega. Ja, scheiße, ich bin voll im Regen, ist nicht wasserdicht, glaube ich. Was wollte ich noch fragen? Achso, sag nochmal ganz kurz, wie bist du jetzt auf meinem Instagram-Profil gekommen? Ja, wie glaube die meisten durch Leon. Ich finde das so lustig, ich muss das nochmal hören, weil das ist so witzig einfach. Kein Problem. Ja. Und dann? Hast du deine Vlogs verfolgt? Folgst du den schon länger, den Leon? Ja, auf Insta folge ich dem halt. Ach, YouTube nicht? Nicht so intensiv, Insta halt. Ach so. YouTube ab und zu, glaube ich. Der Kollege, der guckt mehr YouTube, glaube ich. Ja? Und du? Bei mir auch mehr YouTube. Okay. Du bist voll im Modus, ne? Was ist los bei dir? Ja, schon. Ich denke mir, Alter, was geht ab mit dir? Ich hole deinen voll ab hier. So einfach so. Das war gar nicht mehr so gewohnt aus Deutschland zu dieser Sind wir aus der 28 Stunden Flugzeit. Ja. Crazy shit. Ihr müsstet eigentlich mega müde sein, Mann. Ja, aber scheiße, nö, scheiße. Wir sind noch jung. Musik einfach. Wie alt seid ihr eigentlich? Ich bin 24. 25. Und 28. Okay, cool. Ja, cool. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Urlaub hier. Schön, dass ihr auf mich zugekommen seid durch Leon. Danke nochmal für die Abholung. Ja, danke sehr. Sehr gerne. Ich habe heute die ganzen Tipps natürlich auch. Ja, das hat man natürlich, das ist der Vorteil, Freunde, wenn man sich von mir abholen lässt, vom Flughafen und irgendwo hinschuffieren lässt, dass ich gleichzeitig, ihr könnt mich auch noch ausfragen, ja? Ihr könnt dann quasi noch ein Interview machen hier und eine Fragerunde stellen und alles, was ihr wissen wollt zu Mexiko oder was auch immer, könnt ihr mich dann fragen. Und ich merke schon, das kommt immer ganz gut an bei den Leuten. Ihr seid jetzt nicht die Ersten. Ich habe jetzt schon mehrere Anfragen. Ich kann auch nicht jeden Tag Leute vom Flughafen abholen, aber wenn die Leute sympathisch sind, mache ich das auch gerne. Irgendwann werde ich hier noch die Shuttle Justin, Alter, nur noch am rumfahren. Aber ich wünsche euch wirklich eine schöne Zeit. Schön, dass ihr mich kontaktiert habt. Das war wirklich auch, ne? Ja. Sagen. Danke dir. Ja, gerne. Und ich, also ich glaube, ich fahre jetzt nach Cancun. Die wollten jetzt essen gehen, ne? Ihr wollt euch jetzt Pizza reinknallen? Keine Tacos heute, oder was? Gucken wir mal. Also, wir schauen noch rum. Sind noch auf. Ist ja gerade erst angekommen. Das, was uns Appetit macht, das wird gewährt. Ja, ihr habt ja auch Zeit genug, um mexikanische Tacos zu essen. Yes. Mexikanische Tacos vor allem. Ja. Oder auch mexikanische Nachos. Also anders wie in Deutschland. Müsst ihr auf jeden Fall mal ausprobieren, kann ich euch empfehlen. Machen wir auch. Und ja, genießt es, ne? Werden wir auf jeden Fall machen. Ich hoffe, das Wetter macht noch mit. Ja, das wird heute ist regnerisch, aber es wird safe wieder besser werden. Wetterbericht sagt Sonne, Wolken, Mix, so ein bisschen manchmal Regen, ich glaube die Tage, aber es wird schon. Ja. Sind wir zuversichtlich, ja. Okay, cool, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Cheat Day hast du dann noch beim Film. Ich meine, wenn du mal Fleisch isst. Mhm. Ja, Leute. El Fogon. Und das ist richtig mexikanisch, Leute. Und das kostet einfach nur 5 Euro. Dieser Riesenteller, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, dass der so groß ist, aber es ist halt schon viel, ne? Oder? Ja, reicht. Also wir haben ganz gut gegessen, da bin ich schon echt gut gesagt. Ja, das ist typisch mexikanisch, das ist Alhambra. Ich weiß auch nicht, was das genau ist, aber Alhambra. Schmeckt aber auch mega gut. Ja? Ja, schmeckt echt geil. Und was gibt's da dir jetzt, ne? Gut? Ja, mit Chorizo. Alle sind zufrieden. Also dieser Laden, Leute, ist definitiv Preis-Leistungs-Verhältnis top. Und ich gönn mir heute richtig. So, derjenige, der hier den wenigsten Hunger hat die größte Portion einfach bestellt. Bin mal gespannt, ob ich das noch wegbekomme. Boah, gut, ne? Lass mich schmecken. Sieht gut aus auf jeden Fall. Lass mich schmecken. Sag mal, ich will mal ganz kurz gucken. Also, die Rechnung war jetzt, also wir hatten mega viel bestellt. Eine Quesadilla, zwei Samanachos, dann zwei Milchshakes, dann einmal ein riesen Spieß, das war ein riesen Essen. Dein Essen hat gerade mal 10 Euro gekostet. Also, ich habe für morgen auch noch ein Abendessen. Ja, Mann. Guck mal, wie viel wir bestellt haben und alles hat insgesamt ja knapp 40 Euro. Nicht ganz. Ja, richtig gut, oder? Was sagt ihr? Ja. Wie beurteilen Sie das? Alle voll gefressen und müde jetzt? Ja. Müde? Ja, schon. Okay. Nach dem Essen wird man dann, glaube ich, Müdigkeit haben. Ja, ne? Aber ist noch okay. Nach euren 30-Stunden-Trip, Alter? Ich bin auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen müde und ich gehe jetzt direkt nach Hause, Freunde. Das war's für mich. Ich muss noch eine Stunde nach Cancun fahren. Hab jetzt fett gefressen. Ich glaube, jetzt muss ich mal wieder fasten, ey.
So, Freunde, heute ist ja so ein ganz komisches Regenwetter hier in Cancun. Und ich war gerade kurz am Beach und ich habe jetzt einen glutenfreien, veganen Käsekuchen geholt, weil ich die ganze Zeit so Bock drauf hatte. Und ich wollte jetzt einfach mal kurz ein Stück probieren, weil ich richtig Bock drauf habe und weil ich das so eismäßig essen möchte. Der war ja gefroren. Und ich frage mich, guck mal, hier ist meine Hand. Das ist der Kuchen. Dieser Kuchen hat einfach mal 1400 noch was Kalorien. Da, 1431. Und das ist ein kleiner Kuchen. Ich kann den locker alleine aufessen. Ey, das ist doch verarscht, Leute, sag mal ganz ehrlich. Also irgendwie komme ich darauf nicht klar. Können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Ein Flughafentransfer ist einfach mal da. Welcome to Cancun. Frankie Town in the house. Justine Original. Sie zeigt euch wirklich, was abgeht. Hola. Wir müssen jetzt vom Zentrum weg, mitten im Dschungel, ne? Ja. Wir bauen gerade extrem viel in Tulum. Pepper und Ewe sind schon gut dabei. Die sind hier richtig im Urlaubsmodus. Einfach mal hier heute aufgewacht. Keiner da, außer wir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Wir sehen uns wieder, sagt er. Ich zeige für OnlyFans ein bisschen Bilder machen. Was machst du da eben? Oh, that's nice. One more time in Mexico. Oh, and how do you like it? I love it. Und noch drei Finger auf der einen Seite. Einfach so, um mehr Alien auszusehen. Ey, Olivia sagt, ich bin asozial. Du darfst bitte gucken.